Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir gucken uns heute mal den Motor an. Ich habe nämlich immer noch nicht entschieden, ob ich das Auto wirklich nehme oder ich das Auto wirklich nehme. Weil das Problem ist, ihr wisst, saubertechnisch bin ich nicht ganz so versiert. Das heißt, habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, ich brauche auf jeden Fall da die Hilfe von Timo. Für die Leute, die es nicht wissen, guckt mal das letzte Video an. Da haben wir oder habe ich quasi ein eventuell neues Projekt vorgestellt. Wie gesagt, es ist auch jetzt immer noch nicht klar, dass wir dieses Projekt wirklich starten. Aber ihr bringt mich so ein bisschen in Zugzwang. Und zwar haben sich mit der Abozahl oder mit dem Video haben sich die Abozahl gut erhöht. Das hat mir auf jeden Fall gefallen und auch die Kommentare hat mir auch gefallen. Das heißt, ich bin ja fast schon gezwungen, dieses Projekt auf jeden Fall irgendwie über die Bühne zu bringen. Und ich habe auch ehrlich gesagt voll Bock drauf, weil Golf 4 habe ich ja halt vor dem Golf 7 auch gehabt. Mit dem Golf 7 geht es jetzt auch übrigens die Tage weiter, aber das verzieht sich oder zieht sich halt alles so ein bisschen. Der Motor steht aktuell, ich gucke immer die ganze Zeit dahin, der Motor steht aktuell noch im Regal. Den holen wir jetzt erstmal raus. Dreh mal wieder auf, bitte. Sie haben mal verarscht. So, Motor ist unten. Einmal Timo habe ich mit dabei und der Typ, der die Bühne festhält. Genau, der Bier, der Wichtigste. Genau, der das Bier gehalten hat. Ja. So, da ist das gute Stück. Ja, es sieht anders aus, als ich so ein Motorpaket auf jeden Fall gewohnt bin, kann man definitiv sagen. Ist halt so ein Puzzle für Tuner. Ist genau. Erster Eindruck. Viel Arbeit. Ja. Ja. Ist, Es gibt auf jeden Fall ein paar Stellen, wo man auf jeden Fall was machen muss. Zum Beispiel? Ja gut, hier Wasserpumpe, die ist schon recht fest, die hat auch schon ein bisschen Spiel hier im Lager. Versuche mal ein bisschen lauter zu reden. Sie hat etwas Spiel im Lager und wie man merkt, die lässt sich auch nicht mehr ganz so weich drehen, aber kein Wunder nach der Standzeit, dass da ein paar Lager fest sind. Die Riemenscheibe hier von der Wasserpumpe sieht auch nicht mehr so gut aus. Wie siehst du, das schon, entweder reinigt man die komplett, also entfernt den Rost, aber ich würde eher tendieren dazu, dass man die erneuert. Dann, wenn du hier auf die Seite mal kommen willst, siehst du halt hier, das ist jetzt nur Rost, ja, aber wenn du es richtig machen willst, ja, weiß ich nicht, was das war. Aber oh, ja, ich verstehe. Das ist tragisch. Ja, ist nicht so, also mal eben zusammenbauen und reinhängen, das wird wohl eher nicht so. Wird wohl eher nicht so, ne? Nee, da müssen wir schon einiges machen. Ja, Puzzle für Große. Ja. Aber wie du siehst, hier ist auch alles schon Flugrost etc. Also den musst du auf jeden Fall auseinandernehmen. Und reinigen vor allen Dingen nicht, dass wir den zusammenbauen und du hast irgendwo so viel Rost drin, dass wir beim ersten Starten halt, ne? Nicht so gut. Mag sein, dass er dann vielleicht läuft, klar, aber irgendwann rächt sich das. Ne? Ja, klar. Der Grund, warum der Motor, das habe ich, glaube ich, in dem letzten Video gar nicht gesagt, der Grund, warum der, sieht man mich? Ja. Sehr gut. Der Grund, warum der Motor ausgebaut wurde, war, hier sollte die Steuerkette gemacht werden. Dann gab es Probleme, dass man bei VW Classic Parts und bei VW selber die Gleitschienen, beziehungsweise, war das die Gleitschiene, ne? Dass man die, genau, dass man die Gleitschiene dort nicht mehr bekommt. Dann wurde die aus dem T4, der hat ja auch den V6-Motor drin, probiert, aber es wurde halt nie wieder zusammengesteckt. Und dann hat auch so ein bisschen die Zeit gefehlt und dann wurde das Ding einfach ins Regal geschoben, da wo ich ihn gerade rausgeholt habe. Und ja, jetzt haben wir hier den, ich würde sagen, Salat. so viel Geld, wie da jetzt an Ersatzteilen reingeht. Ich weiß nicht, wo die Motoren aktuell liegen, wenn man die jetzt zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen oder sowas holt. Was denkst du, wäre sinnvoller finanziell? Einen laufenden Motor zu besorgen. Ich denke, ist finanziell die günstigere Variante.
als wie den komplett General zu überholen. Weil den musst du, ich würde den komplett Kern zerlegen, Kurbelwelle raus, alles raus, zum Motoren geben. Motoren ja, dann könnte ich, auch gleich auf 3.2 umbauen, ja. Also auf, aufbauen lassen. Kannst du auf R30 gehen, ja. Nee, kriegst du aufgebaut auf R32, hat dann nur eine andere Kurbelwelle noch und fertig. Ja, du fährst doch dann den 2.8er Block mit 3.2er Welle und hast dann den R30, meine ich. Das war doch irgendwie sowas. Okay. Irgendwie so. Ja, was sagst du? Also zumindest muss der Kopf runter. Ja, den Kopf, da würde sich eventuell BK Performance anbieten, dass ich ihm den gebe, der würde den machen. Kopf runter, Ölwanne runter und dann am besten gleich neue Ventile einschleifen, einmal schön sauber machen den ganzen Schrott. Ja, das könnte aber auch schon wieder richtig ins Geld gehen. Ne? Ja, allein wenn du dir hier die ganzen Schrauben anguckst, also ich weiß nicht, wie aufwendig du das machen willst, aber ich würde, also ich mache es, wenn immer vernünftig, und das bedeutet bei dem Zustand der Schrauben alleine jede Schraube neu. Also ich will es auch vernünftig. Soll aber trotzdem irgendwo zumindest für den ersten Step, es soll bezahlbar bleiben. Gar keine Frage. Aber du willst auch nicht, dass du damit nur 500 Kilometer fährst und dann Feierabend. Wir müssen ehrlich sein, wir selber haben das gar nicht ausgebaut und die Besitzerin von dem Wagen halt auch nicht. Somit wissen wir, oder ich auch gar nicht, was ist wirklich alles da, ne? An den ganzen Teilen. Es ist wirklich, wirklich eine schwierige Entscheidung. Ihr könnt einfach mal unten in die Kommentare ballern, was ihr so sagt. Einfach nur mal euer Bauchgefühl würde mich mal interessieren. Euer Bauchgefühl ist auf jeden Fall anderen Motor. Wie gesagt, wenn du sagst, das Projekt soll einigermaßen bezahlbar bleiben, dann würde ich wirklich gucken, dass man irgendwo einen Motor findet, der vielleicht sogar noch verbaut ist, wo man sich den Lauf angucken kann, wie der Motor läuft, den rausreißt und dann einmal umpflanzt. So haben wir das damals bei Moni und Peugeot, den ihr im letzten Video bei Radio Home Channel auch gesehen habt, da haben wir das auch so gemacht. Mit dem 2-Liter-Motor, den haben wir kurz vor, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Richtung Bayern, haben wir den geholt, der war noch verbaut in einem Xiara, da haben wir den uns anhören können, wie er läuft, haben entschieden, wir kaufen den, haben den vor Ort ausgebaut, in den Transporter, ab zurück und nächstes Wochenende wieder eingebaut. Und so würde ich gucken, dass man das da vielleicht auch hinkriegt. Das ist natürlich schwierig, oder man sucht einen schon ausgebauten Motor in einem besseren Zustand als das. Ja, gerade das, was du da versuchst, die ganze Zeit abzupulen, macht mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Das ist nur die Farbe eigentlich, ne? Ja. Aber hier vorne, das Blech ist weg. Das habe ich eben schon rausgezogen, das ganze Stück, was auf den Boden gefallen ist. Das Problem ist halt, sind alle Schrauben da, ne? Wie meinst du das? Ja, also ich sehe hier keine Schrauben. Es ist zwar alles auseinandergebaut, aber die Frage, wo sind zum Beispiel die Schrauben von der Ansaugbrücke, Lichtmaschine. Ja, okay, Kupplung ist wieder so tot. Ne? Ja, Kupplung will ich dann halt gleich wieder irgendwas von Sachs reinstecken. Ja, das ist heißt... Es ist halt noch ein gewisses Restrisiko da, was man so jetzt nicht abschätzen kann. Das siehst du dann beim Einbau und merkst, oh, da fehlt mir was. Und dann, ja gut, wenn es nur Kleinteile sind, die kriegt man bestimmt, da auch gerade das halt ein älteres Fahrzeug ist, wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen irgendwo her oder so, sage ich mal. Aber ich kann dir sagen, dass aus der Vergangenheit, wo ich meinen Motor aufgebaut habe, den 1HT für den Cooper R damals, dass Kleinteile ganz schön ins Geld gehen können. Ja, klar. Gerade wenn es Schrauben sind. Aber ich habe es auch, wie es so eigentlich alle machen, alles Mögliche neu gemacht. Jede Schraube klar. Immer neu. Ja, Leute, das ist echt schwierig. Schwierig zu sagen, ne? Ja, wirklich schwierig. Ja, machbar ist alles, ne? Das ist immer eine Frage. Genau, ist das immer, wie meinst du, was mich das komplette Schrottpaket kostet, oder? So ungefähr, ja. Ist die Frage, was das im Endeffekt kosten soll. Ob sich, dann kann man vergleichen, was kostet ein anderer Motor bei diversen Plattformen. Ja? Ich glaube, ich habe schon mal reingeguckt, aber ich weiß gerade wirklich keinen Preis aus dem Kopf. Ja. Wo die einfach so mal den Vergleich würde ich machen. Ja. Dann kannst du sicherstellen. Also ganz ehrlich, wenn auf einer anderen Plattform das 500 Euro mehr kostet, dann würde ich schon sagen, ja, das lohnt sich, das mehr zu investieren. Ja. Aber Entscheidung musst du im Endeffekt.
Naja, also ihr ja quasi oder du ja quasi mit, weil du mir ja so ein bisschen die Hand hältst beim Schrauben. Ja. Ich bin halt leider Gottes auf dich angewiesen. Ja, ne? Das kriegt man schon hin, das ist nicht das Problem. Ach Mensch, ja, mit so einem Häufchen Elend habe ich natürlich nicht gerechnet. Gut, der Wagen ist 20 Jahre alt, hat 200 oder leicht mehr runter. Allerdings, ja, schwierig. Ich würde sagen, wir oder ich überlegen uns das Ganze nochmal. Ja, wie gesagt, also ich überlege mir das nochmal, guck mal, was ich da so machen kann. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung schreiben. Vielleicht hat ja sogar einer von euch einen 2,8er rumstehen, den er nicht mehr braucht oder für einen schmalen Taler gerne loswerden will. Würde ich den dann wahrscheinlich gerne nehmen. Ja, den Wagen habe ich jetzt gekauft. Wie es damit weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos. Jetzt erstmal weiter mit dem Video. Wenn ihr weiter interessiert daran seid, das zu verfolgen, dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, damit ihr benachrichtigt werdet, die Glocke drücken und so weiter. Ihr kennt das. Daumen nach oben würde mich auch freuen. Danke, dass wir hier auf den Abend herkommen konnten oder dass ihr mitgekommen seid. Gerne, Freunde, hilft man immer. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt die Wette gewonnen. Das sage ich dir immer, das sagt man so.